Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir ja Shadow, den Elementargeist der Finsternis, erledigt. Und uns ihn ja angeeignet. Also Schiene anpackt mit ihm geschlossen. Und jetzt haben die Hauptcharaktere beschlossen, mal eine kurze Pause zu machen, bevor wir die ganzen Welten hier wieder vereinen. Und ja, deswegen laufen wir jetzt ein bisschen halb durch Tetola herum und gucken, was wir machen können. So, und ich will jetzt als erstes mal gucken, können wir hier im Kolosseum was machen? Ah, leck mich doch. Wir im Kolosseum kämpfen. So, in der letzten Folge hatten wir auch so eine kleine Szene mit Zellos hier. Mit so einem kleinen Kind im Armviertel. Und dass er halt irgendwie hasst, aber was weiß ich. Gucken wir mal, was hier noch alles zu erledigen ist. Ich nehme an, wir können immer noch nicht hier oben hin. Wir können ja mal. Zellos hat ja hier irgendwo seine Villa, wo er wohnt. Ja. Da können wir ja mal hingehen. Vielleicht gibt es da ja was zu erledigen. Ne? Okay. Wer weiß, ob wir das letzte Mal hier sein werden. Aber ich bezweifle es irgendwie, dass wir nie mehr hier hinkommen können. Und schon wieder voll. Ach, hier ist er gar nicht. Ah, ne, die blaue Kerze hat übrigens funktioniert. Kann man hier noch gucken. Na, wie geht's? Hat er nicht sein ganzes Leben nur als Versuchsobjekt gebraucht? Ja, ne? Können wir die nicht irgendwie wiederbeleben? Irgendwie so. So, wann können Elementargeist überhaupt sterben? Ja, okay, das ist jetzt nicht so ein Elementargeist hier. So ein Imba-Elementargeist, so wie die ganzen großen hier, den wir am Pakt schließen. Wo ist denn jetzt die Villa von dem? Aber trotzdem, Heilgegenstände brauche ich auch noch. Wir haben 31.000 Gold, das ist gut. Truppe los. Wo ist denn die Villa von Zellos? Warum geht es denn hier überhaupt schon direkt zum Abendviertel? Ja, nicht noch ein bisschen weiter da? Du siehst ja so verdächtig aus. Ja, spinne ich jetzt oder was? Ist denn die Villa nochmal von dem? War doch hier in Mel-Tokyo, oder? Oder werde ich jetzt ganz geistig behindert? Was? Warte nochmal. Wenn man ganz nach oben geht, oder was? Warte mal, oben ist das Reichenfeld. Also muss das ja irgendwo oben sein, ne? Und hier, mein Gott. Oh, ich bin hier voll verwirrt. Auf maximaler Ebene. Ja, was haben wir hier noch? Wohnte der hier, oder? Ein weiter. So. Das Bankett findet immer noch nicht statt. Boah. Welches Bankett überhaupt? Hier. Wer weiß, was wir alles auslösen können noch. Ja, ich bin ja Zellos. Bediene mich irgendwie. Oder mach irgendwas. Du hast Bankett für mich öffnen. Ja, okay, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Aber ich nehme das ernst mit dem letzten. Das letzte Mal könnten wir hier hinkommen. Deswegen tue ich jetzt alles ein bisschen erkunden. Und ja, danke. Was denkst du dir eigentlich? Ja. Wenn alles hart auf hart kommt, schmeißen die ganzen Hunde sich hier auf jeden. Dann kommt die Weltherrschaft endlich in Gange. Oh. Ich muss mich anstrengen, damit ich meinen Bruder, der in Zibak fleißig studiert, zeigen kann, wie gut ich geworden bin. Was ist? Nichts, viel Glück. Danke, ich werde mich wirklich anstrengen. Okay. Zibak. Wird das irgendwie notiert? Zibak. Merken. Zibak. Pesea? Stimmt etwas nicht? Ich glaube, sie könnte aus Azet sein.
als sie noch ein Baby war, habe ich... verstehe. Es ist nur, das Gesicht erinnert mich an jemanden. Du hättest fragen sollen. Das macht nichts. Selbst wenn sie wirklich mal in Rosette gelebt hat, bezweifle ich, dass sie sich an mich erinnern würde. Und derzeit sehe ich aus wie... Verstehe. Wir gehen trotzdem fragen. Okay. Na gut. Weiß nicht, vielleicht hat das irgendwas in Gang gesetzt. Mal gucken. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu erledigen, ne? Seht ihr, lohnst du, wenn man mit allen möglichen hier redet. Du stehst auch schon wieder so verdächtig darum. Okay. Ich bin nicht so ein Typ, der jetzt mit jenen hier rumspricht, ey. Ich sehe auch keinen Sinn davon. Ganz ehrlich. Weiß nicht. Ich verpasse dadurch zwar ein bisschen, aber... Da bin ich ein bisschen realistisch. Ich spreche auch nicht jeden auf der Straße an, den ich kenne. Außerdem sind wir irgendwie heroische Helden und so. Wir haben besseres zu tun, als mit jeder einzelnen Person auf der Welt zu reden. Wenn man realistisch ist. So, Mel Tokyo abgeschlossen. Wie heißt, wenn wir direkt nach Super gehen, wenn ich das finde? Ach, da ist das überall Brücke, okay. Gehen wir mal die ganzen Städte so ab, wie ich sie... Ich könnte ja auch das Minispiel mit Gennis noch machen, aber ich habe keinen Bock darauf, ey. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Das ist mir so nervig irgendwie. So, Subak. Können wir hier was erledigen? Können wir vielleicht den akademischen Archiv einen Besuch abstatten? Die Forschungseinrichtungen dieses Landes sind einfach phänomenal. Ja, sieht so aus. Huh, du klingst total faszinierend. Fasziniert, meine ich. Nein, ich entschuldige. Sie ist wohl einfach nichts für mich. Für mich vielleicht auch bald nicht mehr. Mit der Trennung von Tetral und Silber wird auch die Erforschung ihrer Geschichte enden. Da bin ich von meiner eigenen Vergangenheit abgeschnitten. Professor. Es tut mir leid. Diejenigen, die hier tatsächlich aufgewachsen sind, haben es sicher sehr viel schwerer als ich. Brich mir schnell zum nächsten Ziel auf. Ja. Ja, so mal neuen Bruder irgendwie. Oder was? Vielleicht erinnert sich der Bruder ja irgendwie an Presair. Genau, geh ins Archiv und suchen dir. Diätbuch, ey. Mein Gott. Ist doch schon lange her, dass wir in Tetola Städte abgekundschaftet haben, oder? Gegenstände wäre jetzt nicht schlecht. Naja, brauchen wir nicht. Willkommen. War der nicht geschlossen letztes Mal? Nee. Gemischwarenlagen. Sind noch aktuelle Waffen? Nee. Was mit dir? Ja, du hast aber nichts anzubieten. So. Ich will hier mit jedem mal reden. Euch werde nicht jeden hier durchlesen und vorlesen und so. Tut mir leid. Ja toll, immer wenn ich dahin gehe, findet aber nichts statt. Ja, eine direkt nach rechts gucken, jetzt würde ich da irgendwas machen, hallo? Nur weil ich hier mit zwei Schwertern rumlaufe. Was haben die eigentlich? In Zerwand wissen die noch nicht mal, wie die Auserwählte aussehen. Und ihr kennt den jeder, oder was? Hey. Ah, doch. Meine jüngere Schwester studiert in Mel Tokyo. Sie möchte Musikerin werden. Ich muss alles gehen, um so schnell wie möglich ein angesehener Wissenschaftler zu werden. Du bist... Was bin ich? Moment, du bist Presair?
Nein, das kann nicht sein. Bisher wäre jetzt viel älter als du. Tut mir leid, kleine Lady. Als ich ein kleines Kind war und in Rosette gelebt habe, waren unsere Eltern oft sehr mit der Arbeit beschäftigt. Es gab ein älteres Mädchen, das sich immer um uns gekümmert hat, wenn sie nicht da waren. Du siehst ja einfach nur sehr ähnlich. Moment, das bedeutet ja... Kannst du mir sagen, wie du heißt? Ich heiße Horace. Ich bin ein aufstrebender Student und wurde ins Institut aufgenommen. Horace, dann muss das Mädchen mit Tokyo Janet sein. Hm? Hast du etwas gesagt? Ach nichts, tut mir leid, wenn ich dich belästigt habe. Aber nicht doch. Leute, lass uns gehen. Okay. Muss ich jetzt wieder zurückgehen nach Meltokyo? Bitte nicht. Also wenn das hier irgendwie so verzeichnet wäre, wäre gut. Dann müsste ich wenigstens dass ich was ankurbel hier. Ja, geh mal einfach wieder da rein, ne? Als wäre das nichts. Also nicht, dass hier irgendwas noch zu erledigen ist. Aber naja. Ah, Flucht. Flucht. Weiß nicht. Dann gehen wir als nächstes in vielleicht nach Set. Oder nach Mizu. Also wenn wir noch nach Miltokyo gehen. Bisher. Bist du jetzt wirklich dabei belassen? Erzählst du Horace dir nicht die Wahrheit? Das macht nichts. Es wäre bedeutungslos, wenn Horace mein jetziges Ich erkennen würde. Aber er würde sich gerne das Mädchen aus Suzette nochmal sehen. Das Mädchen aus Suzette existiert nicht mehr. Bisher. Na. Hm. Okay. Na, vielleicht die ganzen falschen Dialogoptionen. Egal. Ja, weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. So, was haben wir denn als nächstes hier? Hier haben wir Mizu. Gehen wir da hin. Dieser Typ hier, also der Freund von Shino, jetzt irgendunser Feind irgendwie. Ich sollte mich bei Tiger melden. Ah, Leute, die Nachricht hat mich erreicht. Wie ich höre, kannst du die Welten sofort trennen. Das Volk von Wieso will nach Silbron umziehen, oder? Nachdem wir den König gegen uns aufgebracht haben, fürchte ich, dass wir nicht in Tetola bleiben können. Ich sehe keine Veranlassung, sich aus Sentimentalität an diesem Land zu klammern. Allerdings... Hm, hast du mit dem Plan ein Problem? Wir haben nicht genug Zeit. Ich fürchte, die Frist ist so schnell abgelaufen. Wir können nur bleiben. Was? Alle sind noch auf Mission. Wir haben Leute bei der Abtrünnigen und in Meltokyo. Dank der Abtrünnigen sind sogar welche in Silverrond. Ich habe beschlossen, dass die in Silverrond China folgen sollen. Ich vertraue ihr, dass sie das Richtige tut. Moment, heißt das, dass du auch nach Silverrond kommst, China? Na klar, wolltest du den Pakt mit den Elementargeist etwa ohne mich schließen? Hierzu bleiben steht außer Frage. Und du bist damit einverstanden? Ich habe keine Wahl. Ich kann die Welt nicht in ihren Leid überlassen und werde euch nichts im Stich lassen. Wir müssen doch mit China einen Pakt schließen, also muss sie doch mitkommen. Wir haben diesen Ort irgendwann verlassen und in einen anderen Ecke von Tetola reisen. Okay. Irgendwohin, wo uns die Könige nicht sehen können. Entschuldigung, ich habe euch allen etwas versprochen und nun unsere Abmachung gilt. Einige von uns werden in Zerbond leben. Macht dir keine Sorgen, Leute. Solange ich Ninjutsu im Igaguri-Stil des Oberhaupts unterrichte, bin ich zu Hause. Wir werden das Mizuho-Volk sein. Ihr habt alle eure Versprechen gehalten. Geht jetzt, verlasst uns. Geht nie wieder, was? Geht nie wieder, kommt nie wieder.
Wir kommen klar, geht und trennt die Welt, so schnell ihr könnt. Dazu müssen wir wissen, wer bleibt und wer mitkommt. Brechen wir schnell in die nächste Stadt auf. Dann habe ich so das Gefühl, alle werden aber mitkommen. Na, geht's so gut? Ich habe vor spät gemerkt, dass da irgendjemand pennt, ey. So. Mit dir reden. Mein Gott, wie er sich so umdrehen kann im Sitzen. Er ist ein bisschen gruselig. Der Typ ist gruselig. Tiggy. Ja, hab ich alles, ne? Ja. So ein kleiner Komplettionist. Muss man alles haben. Ich hab schon, brauche ich nicht. Ich habe schon Celsius. Soll ich den mal beschwören? Bams. Ach. Ach. Mal, geh doch mal weg. Ach. Ist die Stadt hier nicht, also Stadt, Dorf. Zumindest ist das hier nicht so groß. Okay. Cool Story, Bro. Dann weiter. Zur nächsten Stadt. Na. Ja, okay, hier gibt's nichts zu tun. Ja, super. Mein Gott, ich hätte eher die Städte absuchen sollen anscheinend. So, Osette ist irgendwo hier. Mythos sollten wir vielleicht auch noch mal reden, ne? Ich würde gerne das Grab von meinem Papa suchen. Suchen, da hinten ist er doch. Ich hält hier nichts mehr. Aber wenn ich dieses Land verlasse, dann gibt es niemanden mehr, der sich um ihn kümmert. Bisher. Es ist seltsam. Meine physischen Stricke sind gelöst, aber mein Herz fühlt sich an diesen Ort gebunden. Dieses Gefühl kenne ich. Es ist nicht einfach, die eigene Welt zurückzulassen. Ich wäre an deiner Stelle innerlich zerrissen. Bisher, du kannst dich auch entscheiden, hier in Tethauna zu bleiben. Da müssen wir uns nur verabschieden, bevor wir den Pakt mit dem letzten Elementargeist schließen. Ich hoffe, dass du nicht bleibst, aber wenn es das ist, was du wirklich willst, dann solltest du bleiben. Ich denke darüber nach, danke. Zieht bitte weiter, ich komme zurecht. Was? Muss schon sagen. Oh, die Musik hier ist schön. Ah. Ich glaube, das Lied kannte ich sogar schon, bevor ich Symphonia gespielt habe. Ja, weit bevor ich Symphonia gespielt habe. Aber nur so als Soundtrack. Wenn ich mich nicht irre. Die kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Hab ich auch nicht zum ersten Mal hier gehört. So, ich möchte mal von der anderen Seite hier reingehen. Muss ja irgendwo auf der anderen Seite hier reinkommen. Oder auch nicht. So. Genes will sich, glaube ich, schon von Mythos hier verabschieden, ne? Genes, willkommen zurück. Und Rain auch. Hallo zusammen. Was tut ihr hier? Mythos hat mir die verschiedenen Wolken erklärt. Ja, man sieht an den Wolkenformen, wie das Wetter wird und ob ein Sturm aufzieht. Das ist beeindruckend, Mythos. Du bist beeindruckend. Ach, hör auf. Außerdem hast du das sowieso bestimmt schon gewusst. Ja, aber ich bin zur Schule gegangen. Du hast es selbst entdeckt. Das ist wirklich unglaublich. Ich werde gleich rot. Aber was führt dich hierher? Machst du eine kleine Rast? Eigentlich nicht. Eigentlich wollten wir... Die traurige Nachricht wurde übermittelt. Soll das heißen, dass ich nicht mehr mit euch spielen kann? Ich werde Genes nie wiedersehen? Das wissen wir noch nicht genau. Aber die Möglichkeit besteht. Deshalb müssen wir uns jetzt alle entscheiden, wer wohin will. Nein, ihr könnt mich nicht verlassen. Wir sind Freunde. Kann nicht alles bleiben, wie es ist? Nein, Mythos. Silverand und Tethauna wurden einander weiterschaden. Sie würden beide zerstört werden. Ja, du hast recht. Ich weiß, tut mir leid, dass ich so einen Aufstand mache. Hey, warte.
Naja, der auch noch. Was ist geschehen? Mythos ist gerade vorbeigelaufen. Der Junge sah ganz schön verstört aus. Ich glaube, es hat ihm ziemlich hart getroffen, dass er Genis vielleicht nie wieder sieht. Leute und seine Freunde wollen Sevan und Tetala trennen. Ich verstehe. Ihr glaubt also, dass das Reisen zwischen den Welten schwierig sein wird? Bist du anderer Meinung? Nein, das stimmt wahrscheinlich. Die beiden Welten werden für immer ohne Berührungspunkte auseinanderklaffen. Genau wie in den Legenden. Wir werden die Menschen in Teta Hollow oben auf dem Mond nie besuchen können. Moment, Silverhand hat sich zum Mond hin bewegt. Aus ihrer Sicht ist Teta Hollow der Mond. Und unser Mond ist Silverhand. Mythos sah wirklich traurig aus. Vielleicht sollte ich... Sag nicht, dass du hier bleiben willst, Genis. Ich weiß es nicht. Entschuldige, ich glaubte, ich hätte meinen Frieden geschlossen. Tut mir leid. Ist in Ordnung. Noch hast du Zeit. Man hat das schon hier so irgendwie Final Boss mäßig alles. Die letzten Entscheidungen. Na, Mythos. Und jetzt kommen wieder die Standardgesetze anscheinend. Ja. Vlauk. Okay. Hier macht doch mal Feuer an, hallo. So. Für was haben wir noch Zeit? Weiß ich nicht. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren denn mit Tokio, Super, Wieso, Oset, altes das Haus, Flanor. Ja, ne, da ist noch nichts irgendwie erledigt worden. Flanor und Altamira waren wir noch nicht. Ob ich die finde von alleine. Wer ist denn hier mit eigentlich? Man kann ja irgendwie über eine Brücke, habe ich gehört. Imirwald, was? Jetzt kann ich einfach dahin. Hi. Das geiligste Land der Elfen liegt vor uns. Ich benötige einen Brief vom König von Tetorla. Zack. Sieht aus wie ein Tesla Fantasia. Habe ich schon mal gesagt, ich weiß. So, wo ist Flanor und Altamira? Nach Flanor. Oder nach Altamira, das ist kürzer. Ja, aber in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.